Woran sehe ich denn das immer? Ja, da ist er wieder. Hallo, hier ist der Boxcoach Ulla und heute ist Freitag, der 13. November, 11. 2020 und es geht wieder los, Boxtraining mit Boxcoach Ulla. Mann, das war heute ein tolles Wetter, mehr geht nicht. Meine Laune ist dementsprechend besser. Bin mit meiner Super Susi durch die Osterstraße und haben richtig schön entspannt, nicht geshoppt. Geld haben wir nicht, aber wir haben zumindest geguckt, wie die ganzen Menschen dort aussehen. Und die sehen alle entspannt aus. Ganz kurz, ich habe das Big Olaf T-Shirt an. Das soll eigentlich ein Eis sein, aber ich bin auch ganz lecker. Also von daher, es geht los. Erstmal für alle, die da sind und mitmachen, ich freue mich schon. Mega Training heute, ein bisschen Bauch und Rücken. Habt ihr gesehen? Der Bauch ist fast weg. Das liegt an euch, weil ihr mich unheimlich gut fordert. Vielen, vielen Dank erstmal an die Community. Für alle, die neu sind, ich bin der Boxcoach Olaf und habe einen kleinen Waffel. Ich turne jetzt hier ein bisschen rum und werde euch ein bisschen die Endorphine durch den Körper schicken und gucken mal, dass es alles klappt. Gut. Ihr dürft im Hintergrund Musik anmachen. Ich halte mich zurück wegen der GEMA. Immer wieder kurz erwähnt, dass die GEMA nicht sagt, hier der Boxcontroller braucht Scheiße. So, schön locker auf der Stelle bewegen. Und wir werden mal ein bisschen gucken, was wir so als Ideen haben. Wenn ihr Wünsche habt, dürft ihr natürlich gerne auch mal was posten oder uns eine E-Mail schreiben, was ihr gerne trainieren würdet. Beide Schultern anheben, wir fangen jetzt mal locker an. Und ich hoffe, dass alle meine tollen Frauen da sind, die ich hier im Training begleiten darf, natürlich auch neue und ganz besonders hoffentlich die Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt hier so ein bisschen über die Plattform erreichen möchten. Das wäre toll. Locker twisten, schön entspannt, locker. Heute wurde ja gemeldet, dass angeblich die Sportstudios wieder aufmachen dürfen. Einfach vergessen, erstmal bleiben wir im Lockdown. Wir machen hier weiter und haben über die Online-Plattform die Chance, euch zu sehen. Beide Füße vor zurück, locker. Susanne, guckst du noch, ob Instagram läuft? Nein, okay, super. Okay, wir fangen gleich konzentriert an, schön locker, passt auf, dass ihr euren Partner oder die Kinder nicht gleich klopft, am Kopf haut, den rechten Arm vorwärts kreisen, schön locker kreisen, ganz entspannt, Walkhand dabei, ganz entspannt, kreisen, sehr gut, schön locker. Wechsel, linken Arm vorwärts kreisen, schön entspannt, locker einbringen. Und wieder locker die Schulter, schön entspannen. Rechter Arm vorwärts, linker Arm rückwärts, Arme nur locker mit reinbringen. Sehr gut. Und wechseln. Sehr schön. Wieder locker twisten, schön reinkommen in die Bewegung. Noch einmal, Mittwoch war mega Training mit euch. Diese Spurz, 10 Sekunden Power, 10 Sekunden locker, 7 Minuten lang. Ich habe richtig schön geschwitzt. Es war toll mit euch, nochmal Dankeschön. Fersen locker ins Gesicht, locker. Es geht nur um die Bewegung. Schön vorsichtig, auch mit dem Fußboden, denkt dran, ihr seid in einer Wohnung. Hände an die Schulter, Ellbogen eng. Vorwärts kreisen. Sehr gut. Sehr schön. Wechsel rückwärts bitte. Die Ellbogen eng zusammen. Und wieder locker weiterlaufen. Fäuste am Jochbein. Und nur bitte die linke Faust gerade stoßen.
Liebe Susanne, läuft da was? Also ich kann mit meinem Handy nichts anfangen, aber ich halte ja kurz zu. Sehr schön, locker arbeiten. Schön die Schulter mitnehmen. Wir sind gerade am Gucken auf Instagram Mittwoch. Ich hoffe, das klappt gerade. Sehr schön arbeiten. Klasse. Die Schulter auch schön strecken. Guckt mal bitte hin. Ellbogen zurückführen. Richtig schön strecken. Nicht ins Gelenk schlagen. Und denkt mal bitte, die Anfänger oder die neuen Leute nicht so reinschlagen ins Gelenk. Schön vorsichtig arbeiten. Arbeit weiterlaufen. Und wechsel rechte Faust. Ich lasse euch jetzt einmal ganz kurz alleine und guckt auf das Instagram-Konto noch gut. Macht einfach weiter. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Dankeschön. Wir teilen es aber nicht mit dir. Nein, nein, nein. Wir haben dran. Wir sind weiter. Wir haben dran. Ich bin wieder da. Ich hoffe, das klappt da mit Instagram. Und bitte beide Hände vorne lang strecken. Die Technik, da haben wir schon ein bisschen Geld investiert, damit das Ganze hier funktioniert. Und wir werden einfach nicht schlauer. Sehr, sehr gut. Beide Fäuste an die Beine und laufen locker weiter. Bitte wieder dran denken. Die neuen Leute locker links, rechts mitschlagen. Die Geübten können schon ein bisschen schneller laufen. Und die Profis können schon richtig schön Schulter mit reinnehmen und arbeiten. Sehr gut. Komm, laufen, laufen, laufen. Und ich begrüße einmal den Ingo, Nikolai, Frank, Ihnen, Willem, Loskos, Holger, Kerstin. Ey, cool, dass du da bist, Holger. Und der Paulaner König, schön, dass du da bist. Und der liebe Kolja. Danke, toll, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr macht auch mit und nicht nur zugucken. Wir arbeiten weiter, locker, schön, Fäuste am Jochbein. Ist ein gutes Gefühl, mit euch arbeiten zu dürfen und nicht hier so alleine rumzuzappeln. Schön, schön, danke. Aufwärts. Vielleicht für die, die neu sind, damit das sich auch ein bisschen erklärt. Ich sehe ja euch nicht, ihr könnt mich sehen. Und das ist schon eine ganz, ganz komische Situation, hier vor dieser Kamera rumzuhopsen. Deswegen nicht wundern, wenn hier ein bisschen alles nicht so gut läuft oder sichtbar ist. Wir sind sehr bemüht, euch gut mitzunehmen. Im Trainingsraum ist eine andere Wechselwirkung. Da kann ich euch angucken und vor allem, ihr könnt auf meine Fragen gut antworten. Oder, wenn ich frech bin, natürlich auch mit Kontra geben. Seitwärts haken, locker mitnehmen. Sehr schön, super. Und die Arme der vorne strecken. Wir laufen immer noch locker. Versucht jetzt einfach mal mitzumachen, und zwar der rechte Arm kreist und der linke Arm geht weiter vor, rauf und runter. Jetzt müssen wir schon koordinativ arbeiten. Rechts kreisen, links rauf und runter. Einfach nur locker weiterlaufen. Das fühlt sich komisch an, wenn man die Übung noch nicht hat. Aber das hat was mit Koordination zu tun. Arme, Beine, ganz wichtig. Beide Arme wieder vorne mitnehmen. Sehr gut. Ich hoffe, das klappt mit euch da. Und jetzt aufpassen, rechts rauf und runter, linker Arm kreist. Schön locker kreisen, vorwärts. Einfach nur mitmachen. Sehr gut. Koordination hat auch was mit Körpergeist zu tun. Gut, auch für die Kinder, dann können die besser sich konzentrieren und lernen. Beide Arme wieder mitnehmen. Ganz wichtig. Und wieder rechts vor, links zurück kreisen. Das ist in der Pandemie sowieso ein Riesenthema, auch für mich jetzt ganz besonders und eine Herzensangelegenheit, dass die Kinder mir ein bisschen zu kurz kommen. Wechsel, sie bräuchten Sport, die brauchen Training und deswegen meine Bitte an euch, nehmt die mit rein, die sollen arbeiten, an sich arbeiten und ein gutes Gefühl zum Körper bekommen.
Fäuste am Bockbein. Rechts aufwärts, links seitwärts. Locker arbeiten. So, die Susanne macht ein komisches Gesicht, weil wir nicht genau wissen, ob jetzt Instagram richtig mitläuft oder nicht. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, mal bitte weiter. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen nervig. Ich bin leicht, nicht. Rechts aufwärts, links seitwärts, bitte. Oh, la, la. So, dann wollen wir schauen. Ist da was leicht oder nicht? Du bist leicht. Das ist schon mal gut. Dann beenden wir es einmal. Wir teilen dann einen Moment mit. Das ist leicht. Was wollen die? Dirk. Das machen wir jetzt beenden. Möchtest du dein Live-Video beenden? Ja. Jetzt beenden. Teilen. Weiter. Posen. Fertig. Das kann er machen, wenn er will. Und wir. So. Gehen wir zurück. Zurück. Und. Zack. Abbrechen. Video verwerfen. Was ist jetzt hier für ein. Ja, das zeigt noch weiter. Ach. Eieieiei. Eieiei. 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 Machen wir. Ich bin wieder da. Immer noch rechts aufwärts, links seitwärts. Meine Güte, diese Technik. Ich hoffe, dass Anne das jetzt hinbekommt. Sorry. Für die Instagram-Freunde. Mann, das gibt's doch gar nicht. Erst läuft das, dann läuft das nicht. Und wechseln. Links aufwärts, rechts seitwärts. Einfach nur locker weitermachen. Sehr schön. Sehr gut. Ich hoffe, dass der Lockdown wirklich nur bis 30.11. geht und dann wir langsam wieder ein bisschen ins Training einsteigen dürfen und mit uns in die Augen gucken dürfen. Mal schauen. Und die Arme wieder vorne mitnehmen, locker. Geht? Nein, schneiden wir jetzt mal ab. Rechts vor, links zurück. Sehr gut. Und nochmal wechseln bitte. Sehr schön. Okay, super. So, wir machen einmal ganz kurz, haben wir schon Wahnsinn, mal eine kleine Bauchübung. Die haben uns verdient, so als aktive Pause. Wenn ihr habt, nehmt euch bitte ein Handtuch, legt das bitte auf den Fußboden und dann nur locker die Beine absetzen. Schön ausatmen, beim Hochkommen und den Bauch ein bisschen spüren. Kinnspitze nach oben und dann nur langsam die Schulterblätter nicht ablegen und hochkommen, ausatmen. Jeder macht es für sich. Ganz entspannt ausatmen. Beim hochkommen, ausatmen, nach oben gucken, schön sauber. Die Hüftbeuger bleiben unten, nicht den Hüftbeuger bewegen, sondern wirklich nur sauber. Ein- und ausatmen. Beim hochkommen. Schön sauber arbeiten. Ich gucke mir das nochmal mit Instagram an. Ihr macht bitte weiter, das wäre nett. Sehr schön. Ja. So. Ich glaube, nein. Wo ist gleich? Da. So, jetzt machen wir mal. Ich bin ein bisschen überprüft. Jetzt macht er was. So, hallo Instagram, jetzt scheint es zu funktionieren, wir machen weiter. Schön ausatmen, wir hatten hier Verbindungsprobleme. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, ihr dabei seid und nicht weggelaufen seid. Jetzt bist du da. Schön ausatmen. Ihr macht weiter, ich begrüße nochmal die Instagram-Freunde, ich bin gleich wieder da. Das war die Begrüßung, zack, und da war wieder. Und nochmal, schön, dass ihr da seid, heute Freitag, der 13. November 2020, und wir machen weiter. Schön ausatmen beim Hochkommen.
Sehr gut. Und vorsichtig beide Knie zur Brust, den Rücken schön rund. Sehr gut. Vorsichtig die Knie nach links ablegen und den Rumpf gegendrehen. Beide Hände nach rechts. Wechsel entgegengesetzt, vorsichtig mit eurem Wohnzimmer. Aber ihr habt genug Platz. Und vorsichtig wieder hochkommen. Langsam aufstehen. Dürft das Handtuch kurz beiseite nehmen. Sehr gut. Und jetzt bleiben wir schulterbreit stehen. Fäuste am Jochbein. Beide Ellbogen am Körper. Braucht auf Spannung. Die Beine nicht durchdrücken. Und jetzt nur locker links, rechts, gerade schlagen. Locker arbeiten. Jeder für sich. Nicht ins Gelenk durchstoßen, sondern jetzt entspannt arbeiten. Schön sauber Schulter mitnehmen. Gerade Stöße. Nur locker arbeiten. Kommt ein bisschen dichter, dann könnt ihr mir die Augen gucken. Schön links, rechts. Schulterbreit. Zack, zack, zack. Schön arbeiten. Sehr gut. Einfach laufen lassen. Die Hände stoßen lang. Atmen. Die Boxer atmet durch den Mund ein, Nase aus, weil wir Mundschutznähe drin haben. Aber ihr atmet, wie ihr das hinbekommt. Einige Boxer, also gerade wenn die neu mit dem Mundschutz arbeiten, die schmeißen sogar den Mundschutz in den anderen Kopf. Und wie gesagt, das Gefühl mit dem Mundschutz ist eine ganz, ganz herausfordernde Sache, weil viele, viele müssen sich auch erstmal an den Mundschutz gewöhnen und übergeben sich auch teilweise. Das ist schon ganz spannend. Also nicht noch mehr in das Detail rein, sondern einfach nur machen. Und die Arme strecken und schneller. Zack, 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 zack. Schön arbeiten. Die Fäuste laufen lassen. Die Kinder bitte ein bisschen beobachten, dass sie die Ellbogen wieder zurückziehen und nicht ins Gelenk schlagen. Sondern nur locker arbeiten. Schön locker. Ein bisschen gucken, zurückziehen. Nicht nur durchschlagen, sondern wieder zurück. Locker, locker, locker. Zack, zack, zack. Sehr schön. Bisschen schneller. Laufen lassen. Sehr gut macht ihr das. Schön locker. Wir haben schon 90 Sekunden, was diese Übung betrifft, und tick schneller. Laufen lassen. Schön atmen. Mund ein, Nase aus. Schön locker. Den Körper mit Sauerstoff füllen. Etwas schneller. Schön atmen. Nicht aufhören und denkt dran, die Schuhe werden nicht aufgemacht, nur weil man nicht mehr kann oder zugemacht, weil man nicht mehr kann, sondern wir ziehen durch. Schuhbänder bleiben so, wie sie sind. Und etwas schneller. Zack, 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 zack. Noch 50 Sekunden. Schön die Schulter mit ran. Deckung dazu. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist ja eine konditionelle Fähigkeit, die wir hier trainieren, aber alles wird gut. Dann fangen auch die Schultern an, ein bisschen zu brennen. Gut so. Schön. Und etwas schneller. Zack, 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 zack. Noch 30. Und dann haben wir eine ganze Runde geschafft. 3 Minuten ist eine Runde lang im Amateursport. Schneller. Und schneller. Komm, komm, komm. Noch 20. 15 noch. Komm, komm, komm. Schneller. Komm, komm, komm. 10 und jetzt Sport, komm! Noch 5, 4, 3, 2, 1 und entspannen. Wow, sehr gut. Seid ihr alle da? Würde der Kasper sagen? Nee, jetzt sagt das der Boxcoach Olaf. Also, schön locker. Er ist wieder weg. Ja, oh, ich glaube, Instagram will uns heute nicht. Instagram ist schon wieder weg. Wie Susanne. Ärgert sich gerade. Schön locker. Wir nehmen wieder unser schönes Tuch und dann machen wir eine aktive Pause. Wieder was für ein Bauch. Ist okay, oder? Sehr schön. Gut, gut. Instagram will nicht, das ist böse, aber wir wollen. So. Schön aufwärmen, hochkommen. Schön aufatmen, jeder seinen Rhythmus. Schön vom Bauch.
oh Schreck, der Bauch muss weg! Sehr gut. Schön weitermachen, nicht aufhören. Die Hüftbeuger bleiben entspannt, nur in den Bauch hinein arbeiten. Schön ausatmen, beim Hochkommen. Sehr gut, Matthias. Klasse. Sehr schön. Komm, weiter, weiter, weiter. Nur noch eine Minute. Wenn einer merkt, das brennt zu sehr, einmal kurz Pause und dann wieder einsteigen. Kein Problem. Einfach versuchen, mitzumachen und durchzuhalten. Sehr gut. Schön aufatmen beim Hochkommen. Durchziehen. Nicht aufhören. Noch 30. Komm, komm, komm. Und Zeit. Das linke Bein bitte strecken und das rechte Bein 90 Grad mal weg. Linke Hand drückt das rechte Bein runter und der Oberkörper in die Gegend gehen. Geht oder geht nicht so weg? Vorsichtig wechseln, rechte Bein streckt, linke Bein 90 Grad ablegen. Rechte Hand drückt runter, linker Arm schön nach außen, versuchen abzusetzen. Und einmal beide Knie zur Brust, Rücken rund und stehen wir langsam wieder seitlich auf. Die Beine nicht durchdrücken, vorsichtig hochkommen und einmal auslockern. Sehr gut. Okay, steht wieder schulterbreit. Bauch wieder auf Spannung. Achtung, rechts aufwärts, links seitwärts. Nur locker 1, 2. Rechts auf, links seitwärts. Dreh mich nochmal um. Locker, rechts aufwärts, links seitwärts. Und nur locker arbeiten. Zack, zack. Als Kombination rechts auf, links seitwärts. Fahre ich gleich um. 1, 2. Rechts, links. Zack, zack. Schön locker arbeiten, okay? Jetzt kommt mal ein Uhr ins Spiel. 1, 2. Zack, zack. Becken bleibt oben. Versuchen wir schön sauber zu arbeiten aus der Bewegung. Rechts, links. Rechts, links. Bam, bam. Schön vorsichtig, nicht ins Gelenk schlagen, den Bauch, den Rumpf ein bisschen mit reindrehen. Zack, zack. Bam, bam. Einfach schneller. Schneller. Zack, zack. Ich will ein Rad für das Radschlafen machen. Wer? Wilhelm. Wilhelm will nochmal das Rad sehen. Mach ich gleich. Für euch mache ich alles. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen. Mal gucken, ob ihr da mitmacht. Etwas schneller. Zack, zack. Aufwärts, seitwärts. Aufwärts, seitwärts. Instagram, seid ihr da? Ich höre nichts. Facebook, was ist da los? Schlaft ihr alle schon? Schneller. 1, 2. Zack, zack. Back, back. Noch eine Minute arbeiten. Ich weiß, es ist nicht einfach, doch sehr technisch. Versucht es einfach. Wer nicht so gut ist, macht ein bisschen langsamer. Und die Profis machen tack, 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 zack, zack. Schön schnell. Damit wir nicht einschlafen oder besser gesagt heute Abend schlafen können. Noch 30. Atmen nicht vergessen, etwas schneller. Zack, zack, bam, bam, zack, zack, bam, bam.
Sehr gut, schön arbeiten. Rechts aufwärts, links seitwärts. Zack, 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 zack. Mal 15. Ich ahne, Sander hat den Trainingsplan geschrieben. Ich falle gleich tot um hier. Kann wieder gut schlafen, mit dem Kopf in der Suppe hängen. Komm, noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allzeit. Meine Güte, nicht schlecht. Yeah. So, ich tue es für dich oder für euch und natürlich auch für mich. Nicht vergessen, immer für alle. Dankeschön, Christoph, für dieses nette Kompliment. Sehr schön. Ich finde, wir haben uns eine aktive Pause verdient. Wir gehen wieder runter und machen was zum Bauch. Das tut uns gut. Immer dran denken, Bauch muss weg. Sommer 2021 wird kommen. Wieder locker, jeder für sich. Bein hochkommen, ausatmen, zack. Schön ausatmen, wow. Super. Sehr schön. Wir ziehen durch, weil wir es können. Und warum trainieren wir? Damit wir mental stark sind. Und wenn der Lockdown vorbei ist, geht es wieder in den Job. Und dann müssen wir körperlich fit sein, mental fit sein. Heute wurde gepostet, Sport ist gut für das Denken und Lenken und Überlegen. Durchhalten, all das ist der Sport unschuldig. Also macht mit. Und besonders natürlich für die Kinder. Vergesst die nicht, die brauchen das. Weg von der Playstation. Komm, weiter, weiter, weiter. Ich weiß, das tut weh. Das ist nicht ohne. Mir tut es auch weh. Aber das ist mir egal. Ich mache weiter. Weil ich will ja gut sein. Ich will gut aussehen. Und übrigens hat die Susanne gesagt, ich sehe gut aus. Und sie hat gesagt, danke an euch alle. In der Figur mag sie mich. Also, weiter, Mann. Oh, das ist gut. Gleich haben wir 2 Minuten rum. Eine noch, eine ganze Minute noch. Komm, weiter. Ausatmen, Ball hochkommen. Wow. Hüfte bleibt unten. Nur den Bauch. Schön ausatmen, hochkommen. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Super. Der super Coach. Der schönste Coach der Welt. Der Mann mit der sexy Stimme. Ah, noch 30. Susanne, nur für dich. Ich will erotisch aussehen. Ich möchte erotisch werden. Ah, noch 20. Noch 15. Aufatmen. 10 noch. Und die Beine zur Brust locker anziehen. Schön entspannt. Wow. Und wir kommen vorsichtig wieder hoch. Vorsichtig, jeder für sich. Die Beine nicht durchdrücken, langsam aufstehen. Und Wahnsinn. Jens, Weber, Markus, schön, Peer, Leonie, Skywalker mit der Maske, Manuel, Christiane. Wow, da sage ich nur Wahnsinn für alle. Riesig, ihr seid klasse. Aber Herz auf, Hand aufs Herz, so, jetzt, ich bin schon völlig gaga. Macht ihr auch mit oder guckt ihr nur zu? Das wäre die Frage, die ich jetzt an euch habe. An alle natürlich. Nicht konsumieren, sondern mitmachen. Darum geht's. Also, immer dran denken: Olas Boxing, Liebe, Lust und Leidenschaft. Ganz wichtig, sonst geht hier gar nichts. Gut, wieder hinstellen, Schulter breit. Wir haben schon die dritte Runde aktiv und wir fangen wieder an. Folge sein Lochbein und lenke gerade Stöße. Jetzt fängt das wieder an, mit den Schultern zu brennen. Schön sauber arbeiten.
Atmen, schön lockern, nicht die Gelenke durchschlagen, immer dran denken, wir ziehen wieder zurück, nicht durchschlagen, so locker, lassen wir so, als wenn wir so ticken. Okay, schön locker. Fäuste am Jochbein, das ist hier oben, die Ellbogen schützen den Körper und arbeiten schön sauber, gerade Richtung Kopf. Die Fäuste drehen ein, waagerecht, richtig schön reindrehen, also dass wir sauber arbeiten. Sehr gut. 30 Sekunden haben wir schon und jetzt arbeiten wir einen Tick schneller. Sehr gut. Sehr gut. Etwas schneller. Ihr macht weiter. Coach kommt. Rein hier. Und da ist er wieder. Zack. Und arbeitet weiter. Kurze, dynamische Bewegung. Und dann hat er das drauf. Eine Herzschlage gerne, weil ich weiß, wenn ich mit dem Kopf am Boden liege, hebt ihr mich wieder auf. Und jetzt ein bisschen schneller. Sehr gut. Willem, ist das gut angekommen? Melde dich. Hast du das gesehen? Natürlich dürft ihr das alle auch zu Hause probieren, aber nimmt die Fernseher und die Blumenvasen weg und natürlich die Lampen und jetzt ein bisschen schneller. Noch 90 Sekunden laufen lassen, Schulter mitnehmen. Marvin, hier geht was. Boah, das mache ich nur für dich, mein Schatz. Super. Etwas schneller, komm, komm, komm. Noch 10 Sekunden, dann haben wir 2 Minuten rum. Boah. Gibt es auch eigentlich Yoga-Boxen oder sowas ähnliches? So Entspannungsboxen? Oh, noch 55 Sekunden, dann geht's schneller. Alle machen mit, keiner hört auf, kein Schuhband auf und zu. Alles geht hier los. Komm, weiter, weiter, weiter. Noch 40. Das ist hier harte Arbeit. Noch 30. Oh, die Uhr läuft. 25. Wenn einer das nicht glaubt, kann er gerne die Stoppuhr mitlaufen lassen. Noch 20. Komm, weiter, weiter, weiter. Und jetzt ein bisschen sputen. Achtung! Und die 10 alle jetzt! Komm, 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 komm! Komm, weiter! 5 noch! 4, 3, 2, 2, 2 und 2! Wow! Da brennt die Schultern. Ich hoffe, euch geht das auch so. Wow. Tu es für dich! Die Schultern, wenn die gut aussehen, dann sitzen die T-Shirts auch ganz anders. Schön locker. Wahnsinn! Einmal tief Luft holen. Nase ein, Mund aus. Immer dran denken, wir sind nicht alle gleich gut im Training. Das ist nicht schlimm. Jeder in seinem Rahmen, nicht, dass man alle gleich umkippt. Nase ein, Mund ausatmen. Das ist schon ein guter Anspruch an Körper, Geist und Seele. Oder an Liebe, Lust, Leidenschaft. Und wir machen wieder aktive Pause. Der muss weg. Egal wie, wir ziehen das durch. Runter, wieder Bauauszüge. Herrlich. Da braucht man gar nicht rumeiern, da kann man immer wieder arbeiten und geht los. Füße am Boden und beim Hochkommen ausatmen. Lass die Arme ruhig liegen, nur der Bauch arbeitet. Beim Hochkommen ausatmen. Sehr gut. Entspannt euch. Die Ellbogen nicht absetzen oder irgendwie abstützen, sondern nur liegen lassen. Nur der Bauch arbeitet. Dieses eigene Körpergefühl ist wichtig. Die Hüftbeuger bleiben ausgeschaltet. Nur den Bauch beim Hochkommen ausatmen. Sehr gut. Sehr schön, weitermachen, nicht aufhören. Erste Minute ist rum. Schön
zurück am Rhythmus finden. Jeder macht seine Übung für sich. Es geht nicht darum, dass wir 1000 Stück schaffen, sondern es geht darum, dass wir sauber in den Bauch hineinatmen, die Bauchmuskeln auch anstrengen und beim Hochkommen ausatmen. Noch 90 Sekunden locker arbeiten. Noch eine Minute schön ausatmen. Wenn einer Nackenprobleme hat, nimmt er gerne die linke oder rechte Hand in den Nacken und legt nur den Kopf da hinein in die Hand und macht einfach weiter. Es gibt keine Ausrede und jeder für sich arbeitet weiter. Schön ausatmen. Noch 25 Sekunden. Noch 10. 9. 8. 7. 6. Und fertig. Sehr gut. Beide Knie wieder. 90 Grad links ablegen, linke Hand drunter, Oberkörper wieder bitte gegengehen, schön flexibel bleiben. Schön ein- und ausatmen. Wechsel bitte. Und rechte Hand drunter, linke Arm versucht wieder abzulegen. Beide Knie nochmal zur Brust. Sehr schön. Und dann kommen wir wieder hoch. Und einmal schön lockern. Die Hüfte kreist links rum, rechts rum. Schön mobil. Vorsichtig, Schulter weit stehen und nur bitte vorsichtig so ein bisschen in den Rücken hinein. Nur lockern die Hüfte rein, vorsichtig. Und wieder entspannen und wieder reinziehen. Vorsichtig, nur locker. Sehr gut, sehr gut. Wir bleiben nochmal bitte schön stehen. Etwas breiter stehen, ich stelle ein bisschen rüber, dass beide Hände Hüftbeuge stehen. Ungefähr, nein, sagen wir jetzt 80 cm, ungefähr einen Meter auseinander die Beine. Hände in Hüftbeuge und den Rücken gerade. Bleiben jetzt so stehen. Wenn den Rücken gerade sind, Beine sind durchgedrückt. Und jetzt nur im Wechsel, rechte Hand, linke Bein und Wechsel eindrehen, locker. Beine sind durchgedrückt, nur locker, strecken rüber, nicht auf Kraft oder mit Gewalt. Versuchen, die Hände nur links und rechts rüber zu dippen. Okay. Schön locker, die Beine sind durchgedrückt, schön aber links und rechts rüber, schön vorsichtig, zack. Und zack. Schön vorsichtig. Super. Stehen bleiben. Linke Hand setzt unten ab. Am Boden. Rechter Arm dreht nach oben. Nur eindrehen. Vorsichtig wechseln. Rechte Hand absetzen. Und linke Arm nach oben. Schön eindrehen. Beine sind durchgedrückt. Beide Hände absetzen. Und etwas breiter werden und bleiben und stehen, bitte. Vorsichtig. Und wieder rechte Hand, linke Fuß und wechsel. Eindrehen, Beine sind durchgedrückt. Zack. Und langsam, zack. Schön vorsichtig eindrehen. Tap. Schön vorsichtig. Zack. Keine Kraft, sondern mit Liebe. Mit Leidenschaft. Und wieder absetzen. Füße zusammen. Beine bleiben durchgedrückt. Ferse, an die Ferse fassen und ausatmen und Kopf Richtung Knie. Schön stehen.
Beine locker und jetzt ausatmen und vorsichtig aufrollen, Wirbel für Wirbel und die Schultern entspannen und schön locker. Seid ihr da? Habt ihr durchgezogen bis jetzt? Dann sage ich erstmal toll, super. Ich zeige euch jetzt noch eine schöne Übung für euch. Wir setzen uns bitte einmal auf den Fußboden. Viele kennen das schon. Füße sind zusammen und jetzt passt bitte auf, dass das überhaupt passt bei euch im Wohnzimmer. Ihr geht über die Schulter und rollt uns linksrum locker über die Schulter oder rechtsrum. Für die Kinder ist das ein Spaß. Schön über die Schulter, linksrum, rechtsrum kreiseln. Wenn ihr das könnt, habt ihr schon alles richtig gemacht. Passt auch mit eurem Rücken, mit eurem Kopf. Ganz entspannt, jeder versucht es mal zu machen. Ich sage jetzt erstmal, ich gebe euch die schönste Zusammen in der Welt, das nennt meine Frau. Die macht mit euch ein kleines Cooldown und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Auf alle Fälle, ihr seid super. Ich habe euch ganz doll lieb und bis gleich. Liebe Susi. Ja. Hallo, moin meine Lieben. Achso. Wir haben jetzt ein kleines Cooldown und haben heute den Bauch gemacht. Und ja, ich muss jetzt kurz überlegen, was wir machen. Oder ist das alles in Ordnung? Es läuft. Ja? Ja, das ist einfach so. Du wurdest abgebildet. Nein, das ist alles gut. Okay. So. Wir stellen jetzt ein Bein vor das andere, richten uns auf und gehen mal seitlich rüber. Wir gehen jetzt immer so weiter. Wer mag, nimmt noch den Arm mit und zieht weiter. Denkt daran, dass ihr nicht zusammenfallt, sondern euch schön aufrichtet. Lösen und Seiten lassen. Auch hier Schritt über und unter. Aufgerichtet bleiben, denkt dran, die Seite wird aufgedehnt. Dehnung haltet ihr am besten immer so 20, 30 Sekunden, gerne länger, aber so das Mindeste. Ihr habt das schon vorgemacht. Schon ein bisschen aufgedehnt. Becken kippen, zurückkommen, Herz in den Boden setzen. Das sind ähnliche Übungen, die wir Mittwoch schon hatten. Hier habt ihr Zug drauf, die Vordermuskulatur. Ihr könnt auch ein bisschen noch die Ferse hochnehmen, tief gehen und auch weiter rausdrücken. Kommt ihr noch weiter in die Dehnung. Und wenn ihr könnt, stabil steht, achtet auf eure Lampen. Arm hoch und beugt euch rein. Auch gleich nochmal zur anderen Seite. Ausfallschritt, Ferse. Das sind dann eins hochnehmen, Becken kippen, leicht tief gehen, die Dehnung in die Hüft, mit den Hüftbeugemuskel und Muskulatur insgesamt. Und schön nach hinten aufdehnen. Super. Und lösen. Dann stehen wir auch etwas mehr als schulterbreit. Kommt zurück. Jetzt gehen wir mit der, ihr seht es wirklich mit der linken Hand an die rechte Knöchelaußenkante und bringen einfach nur Druck drauf. Da nicht die Uhr sich einigen, sondern Hand, Rücken an den Knöchel und Spannung erzeugen. In den Arm und ins Bein. Ihr spürt die Dehnung über das Schulterblatt. Halten. Schön die Hand gegen den Knöchel drücken. Lösen. Und Wirbelsäule aufrollen. Die andere Seite vorbeugen. Jetzt mit der rechten Hand den Knöchel, Außenkante geben und dann Spannung aufbauen.
ausschütteln, lange aufrollen. Jetzt nochmal die Hände auf den Bauch legen. Die Bauch einatmen. Und mit der Ausatmung mal den Bauchnabel nach innen ziehen. Einatmen. Bauch groß werden lassen. Und mit der Ausatmung den Bauchnabel wieder nach innen ziehen. Und einatmen. Und jetzt atmet mal so, stoß den Atem aus. Also. Und zieht jedes Mal, wenn ihr ausatmet, den Bauchnabel nach innen. Genau. Und das lösen. Ihr spürt dann auch einen Druck im Bauchmuskel. Wieder einatmen, den Bauch groß werden lassen. Und locker ausatmen. Sehr schön. Jetzt mal die Hüfte ein bisschen kreisen, nach hinten. Sehr gut. Guck mal die Arme ein bisschen ganz locker hin und her pendeln. Ihr könnt auch so ein bisschen Schritt mitnehmen. Es wird angenehmer für eure Knie, so jeder wie er es kann. Seid vorsichtig mit euch, seid achtsam mit euch. Super. Dann machen wir eine ganz kleine Entspannung für die Augen. Der Wochenende. Reibt die Hände, lasst sie richtig warm werden. Macht dann so hohle Hände. Schließt die Augen. Könnt euch auch hinsetzen natürlich. Und dann legt ihr sie einfach mal über die Augenpartie. Spürt die Wärme. Lasst die Wärme sich ausbreiten und entspannt einen Augenblick. Einfach nur spüren, genießt es und entspannt eure Augenpartie. Sagt schon mal Tschüss. Ihr entspannt ruhig noch ein bisschen weiter. Das könnt ihr gerne zweimal mal machen. Immer wieder nachwärmen die Hände. Und ja, schönes Wochenende. Nur mal so, meine Frau hält das im Moment mit mir mega aus. Es ist alles nicht so einfach. Vielleicht nur mal an die Männer oder auch an die Frauen. Ihr könnt gerne euren Partner was Schönes schenken. Dann ist die Stimmung vielleicht wieder ein bisschen besser. Macht das einfach mal. Es ist nicht ganz einfach, das ist wahrscheinlich bei euch genauso. Der Tag ist eben nicht so schön, wie man sich das wünscht, auch wenn das Wetter heute mitspielt. Geht nett miteinander um. Vielleicht nicht nur knutschen, sondern auch mal einen Arm nehmen, einfach mal drücken und einfach mal sagen, ich hab dich lieb. Ganz, ganz wichtig. Vergesst das nicht. Die wichtigsten Menschen sitzen wahrscheinlich neben euch. Und denkt auch an die Kinder. Nehmt die in den Arm. Und nicht immer irgendwelche Playstation schenken oder so, sondern nimmt ihn in den Arm und vielleicht einfach mal einen schönen Abend verbringen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich habe euch ganz so lieb, ihr seid einfach großartig. Hankook TV wünscht euch natürlich ein angenehmes Wochenende und wir sehen uns Montag, Mittwoch oder freitags 18 Uhr hier auf dieser Plattform. In dem Sinne, ihr habt alles richtig gemacht. Dankeschön.